Da kommt, So. rennt noch ein zweiter. Willkommen YouTube. Hallöchen. Einer ist gerade durch den Berg wieder gebackt. Irgendwie haben wir es heute mit backenden Zombies extrem. Ich weiß auch nicht. Und backenden Items. Also Klamotten sind halt weg. Aber damit leben wir jetzt. Wir gucken jetzt einmal Verkaufskiste, dass wir uns wieder mit Böklein und alles Möglichen ausstatten. Genau. Lederrucksack habe ich beispielsweise im Auto. Dann haben wir. Wo ist denn der Compoundbogen? Da. Den Compoundbogen legen wir auf die 1, die MK18 auf die 2. Dann schießen wir mal wieder heute Compoundbogen, warum nicht? Bunny, du hast auch. Hast du noch einen Bogen? Ja, meinen Compound-Bogen habe ich. Ah ja. So, wie viele Pfeile haben wir? Das müsste reichen. Ein Verband, paar Dietriche, MK18 Magazine. Schraubendreher hätten wir auch dabei. Wir haben noch ein Repair-Kit. Das können wir raussortieren. Das Ding hier können wir auch raussortieren. Trotzdem haben wir insgesamt, gut, wenn wir jetzt die ganze Ausrüstung, die wir verloren haben, die Weste kostet 3000. Was haben wir noch? So ein Rucksack sind 3. Ja, wir haben schon jetzt für 8000 Dollar haben wir jetzt Items verloren. Aber wir haben noch ein bisschen was einstecken. Wir werden jetzt einmal die Stadt hier looten. Die Stadt ist sehr interessant, weil die ein bisschen anders ist wie andere. Es gibt hier beispielsweise ein Hotel, es gibt einen Waffenladen, es gibt einen Supermarkt, es gibt eine Art Hospital, es gibt hier so eine Art Ferienwohnungsgedöns, Bars und so weiter und so fort. Bogen einstellen, danke. Sehr guter Tipp. Der ist nämlich nur bei 60 Pfund. Reparieren können wir übrigens auch mit dem Repair-Kit. Funktioniert ganz normal mit Toolkits, Bogenreparierung und Zugewicht einstellen. Wir sollten so bei 90 Pfund, glaube ich, rauskommen. Ja, 90 Pfund. Gut geschätzt. Ballisterbogen leider ist weg. Das heißt, wir müssen ein bisschen, ja, länger zielen. Und ich muss mich kurz wieder an den Compoundbogen vielleicht gewöhnen, was das Zielen angeht. Aber insgesamt werden wir das schon hinkriegen. Gut. Vanni rüstet sich gerade noch ein bisschen aus. Wir werden jetzt aber sowieso, wir werden ganz viele Klamotten kriegen. Wir werden ganz viel anderes Zeug finden. Ich glaube, wir haben da nicht das Problem. Wir können bei den Helm schon mal hochreparieren. Ich habe jetzt keine Weste an, aber idealerweise werden wir sowieso nicht von dem Puppet getroffen. Sonst ist sowieso relativ schnell rum die Geschichte. So, wir töten schon mal die ersten Puppets. Headshot. Okay, ganz wieder. Das Schöne ist der Zoom bei dem Ding. Du kannst dann noch viel, viel geiler Headshots verteilen. Mit dem Compound-Bogen. Mit dem Ballista. Vorteil vom Ballista-Bogen ist, du hast eine viel schnellere Schussreihenfolge. Was gerade bei militärischen Puppets wichtiger ist, wie beim Compound-Bogen. Es geht auch alles mit dem Compound-Bogen. Aber der Ballista-Bogen hat einfach die schnellere Schussfolge. Und ist dadurch besser für, vor allem für viele Puppets geeignet. Und ich meine, Ich habe zielen jetzt einfach sieht man nur. schon. Ah, PB hat die Farbe des Bogens, die ich gerne hätte. Wir können gerne tauschen, Legolas. Gelber Schraubendreher? Ah, guck mal hier, den kann ich jetzt auch. Ich kann den Loot gerade nicht doppelklicken. Bist denn du jetzt hin? Loot rausziehen, danach geht's wieder. Es buggt gerade übelst rum, das Game. Also, ich gebe den auch gerne ab. Ich würde den sonst sowieso verkaufen, den Compound-Bogen. Ich unten die Straße entlang runter bei der Garage. Du musst mich eigentlich sehen. Die Straße bergunter gelaufen. Und jetzt bin ich in der Garage. Die erste. Und ich loote. Und ich finde 5 gelbe Schraubendreher. Nee, aber einen. Ha! Aber normal. Und eine Mütze. Und Haarklammern. Was auch sonst. Moinsen. Gudi, ja, wir ziehen einfach ein bisschen durch die Häuser, da wir so zweit sind. Ja, jeder ein Häuschen, würde ich sagen, oder? Wenn eine Horde kommt. Handfeuerwaffe in ein Haus reinrennen, Tür hinter dir zumachen und alles umnieten, was durch die Tür durchkommen will. Als Tipp. So, eine Firefighter-Hose. Also wir looten jetzt mal ganz normal Gebäude. Das kann sich auch tatsächlich lohnen. Gerade wenn du Streamer-Items findest, Mützen beispielsweise, Masken zum Beispiel, aber auch Firefighter-Hose, natürlich Rucksäcke, was findet man noch alles? Medikamente beispielsweise findet man auch gerne mal. Und anderes Zeug, was ein bisschen was wert ist. Also alles, was irgendwie ein bisschen wert hat, kannst du hier einstecken. Vor allem, wenn du aber Klamotten suchen möchtest, ist natürlich in Wohnhäusern super aufgehoben. Und da kommt meistens auch was ansatzweise Sinnvolles bei rum dann. Geht's aus? Oh, ein Röckchen und eine Jeans.
Ja, auch alles mitnehmen. Vor allem kannst du das Zeug auch notfalls dann nehmen und einfach daraus Lumpen herstellen, natürlich. Die dir dann auch wieder was bringen. Mhm. Verbände Hammer nie genug haben. Das stimmt. So, hier sind ganz viele Spinte. Früher lag hier mal richtig geiles Zeug in diesen Spinden. Mittlerweile sind diese Spinde... Ich habe einen Lederrucksack gefunden. Relativ schlecht, weil nicht mehr so viel Zeug in der Welt spawnt. Früher lagen hier massenweise, beispielsweise massenweise so Masken rum, die richtig Kohle gebracht haben. Ohne neue Sporantasche für dich, Vanni. Oder hast du noch eine? Ja. Warte, habe ich die? Doch, tatsächlich, die hast du gefunden. Oh, okay. Ich hatte viel gefunden, die Hälfte ist nur wieder weg. Ja, du. ich wollte gerade sagen, an sich hattest du alles von mir gefunden. Ja. Wie gesagt, sogar die Block, die du gesucht hast. Ja. Da war ich mal wieder zu voreilig, glaube ich. Das Wasser hat mich nervös gemacht. So, Jeans übrigens auch ein bisschen was wert. Trainingshosen nicht. High-Top-Schuhe auch nicht. Was liegt da oben rum? Irgendwas Grünes? Trainingshose. Trainingshosen lohnt sich zum Zerlegen für Lumpen. In Knallgrün. Auch hübsch. Das Baumkugel. Mitnehmen, $10. So, hier können wir auch nochmal reingucken. Sure Puppets. Das war ein Google Smartphone-Akku, auch schön. Ach geil, das geht. Bist du noch in einem Haus drinne? Ja, nee, in einem anderen Haus mittlerweile schon. Bin beim Sportplatz. Ich hab mich verlaufen. Aber ich komm wieder. Bin ich wieder. Ja, jetzt bin ich wieder vor. Jetzt bin ich vor dem Haus. Ah, hier. Hallöle. Ja, hi. Ich hab mal gedacht, ich probiere den Baseballschläger mal aus. Oh ja. Hier in den Hütten liegen gerne mal Magazine und auch ganze Handfeuerwaffen. Ah, da war's schon drin. Ja, da war ich schon drin. Und ich habe ausprobiert, man kann übrigens hier auch für eine Horde, ne? Ja, hoch. Man kann hier hoch. Ja. Gut, dann looten wir noch ein bisschen durch. Du willst Hosen? Ja, gerne. Oh, vielleicht finden wir ein Bötchen. Mhm. Ja, danke dafür. Straight durch ihn durchgefeuert. Passiert auch sehr oft, dass du einfach durch die Puppets teilweise einfach durchschießt. Vorsicht, links von uns ist auch noch einer. Na komm, lass die mal rein. Okay. Bist du die Bar oder das Gebäude? Da komm ich nehme die Bar. Okay, nimmst du die Bar. Achso, okay. Nee, nimm euch. Nimm das Haus. Wieder in die Rückchen. Übrigens alle, beispielsweise, irgendwie alle Heilschuhe beispielsweise oder allgemein Wanderschuhe auch, bringen wirklich auch viel Kohle, die immer mitnehmen. Oh, Mehl. Da bist du bei $400-500 pro Pärchen, das lohnt sich. Ein Glas. Ein Küchenmesser. Muss ich mitnehmen? Frag nicht. Es gibt Zwänge, denen man nachgeben muss. Bin schon beim nächsten Häuschen. Noch ein Küchenmesser. Verzeih. YouTube möchte, dass ich Werbung schalte. Was sagen wir dazu? Nein. Auch nicht im Stream. Noch ein Küchenmesser, aber ein abgenutztes. Es gibt übrigens tatsächlich wertvolle Küchenmesser und nicht so wertvolle Küchenmesser. Man möchte es kaum glauben. Das Ding ist leer. Außen irgendwo ein Puppet. Aber ich sehe kein Boot. So, im Nachbargebäude übrigens war ich schon, also in beiden. Ah, okay. Bist du gerade? Ah, hier. Hi. Ja, hi. So, einmal kurz die Richtung Märchen gucken, ob dann doch noch irgendwo was ist.
Aber ich sehe kein Boot. Nope. So, hier ist so ein kleiner Laden. Da kann man ab und zu mal Lebensmittel finden, aber eher selten. Also in den Laden hier findest du wirklich fast nie was. Mann, ich mach das nächste Häuschen, dann gehe ich noch eins weiter. Oh, Christbaumkugel. Nehmen. So, das Hotel hier ist übrigens ein bisschen spezieller. Ich bin der Meinung, dass da Puppets drin spawnen können und es spawnen auch Sprenger. Deswegen, da ist Vorsicht geboten. Faden. Unmilitärischer. Mitnehmen. Unmilitärischer. Ins Hotel gehen wir dann zu zweit. Aber ich muss erst. Wir gehen vorher nochmal zum Auto, weil ich bin taschenmäßig schon relativ voll. Da ist nix. Da ist Karamell. Vanni hat Karamell. Ja, vor allen Dingen freue ich mich gerade über die 20 Einheiten. Flaschen. Ich hatte nämlich vorher nur 5. 20 Einheiten, was? Also, das ist eine Flasche mit 20 Einheiten. Das bedeutet, die kann ich auch mit 20 Einheiten Wasser füllen. Das stimmt. Oh, Repost. Patrone. Goodie. Dann einmal Richtung Auto. Hin nur versuchen, ein paar Garagen mitzunehmen. Apotheken und so weiter gibt es hier auch in dem Laden. Und dann machen wir uns einmal über das Hotelchen her. Liegt da auf dem Tisch. Ein Feuerzeug. Und ein Kochtopf. Brauchst du einen Kochtopf? Zufälligerweise? Nee, habe ich tatsächlich schon. Das ist schön. Ganz ehrlich, du schießt teilweise halt einfach durch die Viecher durch. Ja, die Hitboxen finde ich echt extremst bescheiden. Ja, das sind 1er Headshots. Die gehen einfach knallhart durch. Teilweise ist es sehr strange. So. Wieder 3 tot. Die Firma dankt. Rechts von uns ist noch was. Bis jetzt sind wir sehr lautlos unterwegs. Wenn das so weitergeht, haben wir zumindest auch kein Hordenproblem. Kein Schrei, kein Stöhnen, nichts. Toll, jetzt hast du es gesagt. Ja, hab's schon. Hab's gut, Jinx. Direkt Pappel übersehen. Nimmst du die Feuerzeuge noch mit? Oder nicht mehr? Nee, ich habe 5 Stück zu Hause, das reicht. Nee, wir gehen als nächstes ins Hotel. Waffenladen waren wir noch nicht. Jetzt wird am Pfeil weggeklitscht. Geil. Also wir wollen locker, wenn wir alles zusammenrechnen, wahrscheinlich schon $10.000 an weggeklitschten Items verloren. So, ich bin schon mal Richtung Auto oder gleich beim Auto. Schon mal wieder Loot auspacken. Also, PP-Kiste, das hier kann alles verkauft werden. Die Jeans, Trainingshosen und so weiter kann man dann natürlich behalten. Die kann man dann dementsprechend eher zu Lumpen verarbeiten. Das lohnt sich dann mehr. Urantasche gefunden, Akku gefunden, ein bisschen was zu essen gefunden. Die Rohrzange kann man auch eher behalten. Schraubendreher haben wir gefunden. Das Streamer-Item natürlich. Können wir ganz gut zu Kohle machen. Idealerweise finden wir natürlich irgendein Item, was uns jetzt weggeklitscht ist, sei es eine Weste oder sowas, aber ich habe schon ewig keine grüßliche Weste mehr gefunden. Okay. Die schon mal weiter. So, wir drehen auch mal wieder auf Pach. Sagen 9 Uhr. So, dann gehen wir hier die Straße runter und gehen mal Richtung Garagen. Wanni, kommst du denn erst zum Auto oder wie machen wir's? Ja, warte, ich komme. Ich renne. Ah ja, ich seh dich gerade. Pack mal deinen Loot beim Auto aus, ich nehme schnell die Garage mit.
Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal. Ja, machen wir das Hotel, oder? Können wir gerne. Ich brauche Wasser. Nehmen wir das Hotelchen mit. Vielleicht kommt ja was Sinnvolles bei rum. Ein Bolzen. Haben wir auch gleich nochmal hochlaufen. Nehmen wir schnell noch einen Metallschrott mit. Eine Boombox ohne eine Nadel. Und wir brauchen Wasser. Oh, ich friere sogar. Oh, ein Schloss, sehr gut. Und noch mehr. So, dann einmal Richtung Pöftöf. Du hast jetzt auch den einen kleinen Werkzeugkasten mit noch 20 Einheiten in die Oder? PP-Kiste gepackt. Oh, Puppets. Ja, wie gesagt, bediene ich aus den Kisten einfach. Ja, ne, alles gut. Es ging nur darum, weil, Warte, lauf. weil wir eigentlich. Lauf, 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 lauf. Oder steig ins Auto, wenn du neben dem Auto bist, steig ins Auto. Ne, jetzt ist es zu Zumindest. spät. Ich renn einmal durch den Wald. Er rennt idealerweise Richtung Häuser, wenn du rennen musst. Ach so, ja, ich bin. Ich. Ach shit, ich habe nur 5 Schuss in dem Ding drin, oder? Jetzt sag ich mehr Schuss. Ich hoffe, du kommst weg, Wanni. Handfeuerwaffe auf jeden Fall. Bin im Wald, bin am Rennen. Nimm deine Handfeuerwaffe und knall den Rest nieder, der dir hinterher gerannt ist. Ich hatte jetzt nur 3 beispielsweise noch. Der kleine Arsch. Einer hat geschrien und der triggert die Horde. Bin den, glaube ich, sogar weggelaufen. Einwandfrei. Warst du der Schreier? Nee. So ein Arsch. So, ganz kurz, wichtige Frage. Das war das Magazin, was sie in der Waffe hatte. Das wird nach unten gepackt. Das Ding ist halt jetzt fast. Ich glaube, ich hatte jetzt so einen Schuss drin. Unglücklich auf jeden Fall. So, wir müssen gleich mal Magazine neu füllen. Aber jetzt habe ich wieder auf jeden Fall ma volles Magazin. Okay, Horde hat sich schon wieder erledigt. Bin schon wieder beim Auto. Ja, warte, ich muss mal eben kurz. Ja, nur zur Info. Der Rest ist schon alles wieder despawned. Okay, sehr gut. Die Horde kommt und die Horde ist auch sehr schnell weg. Wie gesagt, immer sofort, sobald man die Horde schreien hört, egal was ihr macht, versucht irgendwie eure Position zu ändern. Dann habt ihr nur die Hälfte der Puppets und nicht den ganzen Haufen am Arsch kleben. Wenn man es nämlich nicht will, ist es der ganze Haufen. So, wir füllen mal einmal meine Magazine auf für die MK18. Bisschen was an Munition habe ich ja noch dabei. Wenn nicht, können wir noch ganz viel Munition herstellen. Okay. Okay, dafür haben wir unten wieder Respawn. Macht aber nichts. So, wir schließen ganz kurz die PP-Kiste ab, um das Schloss zu reparieren. Haben wir ein weiteres silbernes Schloss zu 100%. Schraubendreherchen haben wir gefunden. Da haben wir auch noch 6 Schuss rein. Jetzt habe ich allerdings keine Schuss mehr für die MK18, aber 3 ein Viertel Magazine noch. Müssen auf jeden Fall bald beim Händler vorbei. Ja, super. Jetzt haben wir hier über kompletten Respawn. Ist egal. So, wir hauen uns einmal ein Wässerchen rein. MAE-Paket wäre jetzt, glaube ich, zu viel. Das würde ich erst nehmen, wenn ich bei 10% wäre oder so, weil zum Cheeseburger MAE-Paket ist. Die sind sehr, sehr reichhaltig. Ich höre schon wieder Wanni schreien. Ach, was? Geh doch nicht. Wanni doch nicht. So, in meiner Behaltenkiste haben wir allerdings noch Reis und anderen lustigen Sachen.
Da haben wir uns zweimal Portionchen Reis rein. Notfalls noch Sardinen oder irgendwas. Ja, du kannst dich da auch gerne bedienen dann. Ja, ich muss mal gucken, wie lang jetzt das Grilled Meat reicht. Eins habe ich mir gerade schon wieder reingepfiffen. Ich glaube, das zweite pfeife ich mir auch rein. Das muss erstmal eine Weile reichen. Gut. Dann gehen wir einmal Richtung... Wow, Hotel wird relativ lustig. Aber gehen wir mal Richtung Hotel. Hinterm Felsen ist ein Oranger. Ja. Der glitscht auch rum wie Falschgeld. Nicht schon wieder. Lass das. Böser Papa. Ganz, ganz böse. Immer mir hinterher. Mhm. Hier ist ein bisschen schwierig immer teilweise, weil die Bäume auf der Straße wachsen. Was zwar sehr, sehr cool aussieht, aber tatsächlich ein Problem ist, weil die Puppets da gerne da drin rumklitschen wie blöde. So, hier ist eine Garage, da klockert's vorbei. Vor uns ist aber eh gerade leer. Mann, das Seite ist was. Es kommt. Hast du es im Griff draußen? Oh, ein... Polly. Hi. Das ist egal. Aber wenn es so einer ist. Ein Leica-Licht. Hey. Warum ist sowas wert? Und ein Benzinkanisterchen. Der mir gerade die Tasche mega zumüllt. Aber guck mal, wie weit das mal kommt. Da ist, ernsthaft, da ist der hingeflogen? Okay. So, links von uns ist das Hotel. Da ist Vorsicht geboten, weil ich nicht weiß, wie viele Puppets da triggern, ob welche drin triggern oder nicht. Auf jeden Fall können da auch Sprenger kommen. Und ich glaube, die triggern erst wieder, wenn wir das Ding betreten. Also mal gucken. Wird auf jeden Fall interessant. Die Nummer. Wenn was Juhu. Kommt, hier die Häuser hinter dir, beispielsweise. Eine gute Anlaufstelle. Mhm. Und alles, was irgendwie hoch ist. Aber nur, normalerweise reicht ein Haus. Und wenn du dann noch das Stockwerk wechselst, beispielsweise ein Stockwerk höher gehst, hast du eigentlich keine Horde mehr. Okay. Oh, da kommt einer. Kannst du den? Ah! Vorsicht! Ja, das ist uns. Oh. Ja, doch, ich... Ich schon, aber... Ich habe gesagt, da kommt einer, kannst du den nehmen. Oh. Und Manni völlig überrascht. Da ist einer! Nein, aber ich wusste, ich konnte gerade voll nicht hören, auf welcher Seite er kommt. So, was haben wir denn? Ich zwei Blutungen, C1 allerdings nur. Das können wir wegstecken. Entschuldigung. Alles gut. 71% live, ein Hit. Gut, schauen wir mal, was rumkommt hier. Also, es gibt ein paar Läden. Ich weiß es nicht. Es kann sein, dass gleich Zeug spawnt. Sonst lohnt sich hier unten, der untere Stock lohnt sich wegen den ganzen Kisten. Und hier gibt es auch eine Wäscherei, wo nochmal Klamotten liegen können. Ganz viele Boxen. Und so weiter und so fort. Toastbrot! Unser Nahrungsmittelproblem hat sich erledigt. Und Apfel. Cornflakes. Oh, Blutlache. Du hast eine Blutlache gelootet. Nicht schlecht. Schokolade. So, ich bin schon mal Richtung Küche. Ich jetzt wüsste, wo die Küche wäre. Immer geradeaus durch diesen Gang da lang. Oh, da, wo ich die Blutlache gefunden habe. Okay. Genau. So, da ist schon mal nix.
Eine Wassermelone. Wanni, möchtest du eine Wassermelone tragen? Hier, das geht nicht zu looten. Da ist nichts drin. Auch nicht. Oh, Candy Pops. Die Dinger sind super. Die haben unglaublich viele Kalorien. So, hier liegt irgendwo ja, die Wassermelone. So, das ist der Eingangsbereich des Hotels. Das Ding hat übrigens mehrere Stockwerke und oben liegt auch mal ein kleines bisschen militärischer Loot, aber da lohnt sich nicht, bis hoch zu gehen. Aber es gibt nochmal auf der anderen Seite. Es gibt auf der anderen Seite nochmal ein bisschen was an Zeug. Aber wo ging es denn hier raus? Da ging es raus. Ego-Perspektive, oh Gott. So, und hier ist jetzt. Party oder was? Ein militärischer. So, hier haben wir noch die Läden. Dann gibt es auch nochmal eine Wäscherei und eben diesen Waffenladen. Ich glaube, hier muss ein bisschen aufpassen. Da liegt Brokkoli. Nimmst du den? Ich nehme den hinteren. So, hier haben wir eine Bar. Brokkoli? Ich nehme ein Regal. Ah, bin ich blind? Da. Ja, bin ich. Ich muss den Raum nicht mal betreten und weiß das an. Okay. So, da einmal auf die andere Seite. Da ist auch die Polizeistation. Der sollten wir uns jetzt erstmal nicht nähern. Idealerweise. Ein Küchenmesser schon wieder. So, hier sind nochmal normale Kisten in dieser Garage und irgendwo ist nochmal hier eine Wäscherei, wenn du hier reingehst. Hä, bist du reingegangen? Kann man wann? Ich bin um das Gebäude rumgegangen und dann auf der anderen Seite praktisch rein. Ah, okay. Aber ich bin hier gleich durch, wir können gleich wieder gehen. Hier findest du aber gerne mal Wanderrucksäcke. Oder hast früher zumindest mal gerne Wanderrucksäcke gefunden in diesen riesengroßen Waschmaschinen. Interessant ist das Gebäude halt, weil das gibt's nur hier. Das heißt, du findest das halt nirgendwo anders und es ist nicht so ein Gebäude, was du 2 Milliarden Mal überall auf der ganzen Map stehen hast. Du auf der an der Straßenseite. Eine Arbeitshose. Eine Hüfttasche. Boah, der Loot war schon mal besser. Irgendwie kommt gerade nur Blödsinn raus. So, wir sind bei einem Lager. Okay, ich bin wieder draußen Richtung Wasser, also Richtung Wasserseite. Okay, warte. Ein Gummiband. Der Wahnsinn. Ich glaube, hier ist eine Tanke, oder? Ah. Ja, und da unten ist eine Tanke. Da können wir natürlich auch nochmal gucken. Mhm. Gerade in Tanken. Vielleicht ein neuer Wanderrucksack für Wanni. Mhm. Achso, ich habe vorhin einen beim Tanken gefunden. Der ist nur halt in meinem VW. Achso. Achso, shit, wir hätten einen Wagen holen müssen. Sag doch was. Oh, gut. Da liegt ein Wanderrucksack. Ernsthaft? In beige. Gut, den nehme ich. Komm mal her. Der liegt hier vorne. Ja, ich fall nicht ins Wasser. Hier. Nicht? Am Wasser. Hier, am Wasser. Umdrehen. So, am Wasser. Da vorne liegt er. Oh, wir haben ein Puppet. Irgendwo. Brigaden. Oh, und ein militärischer Köcher. Hallo, lässt du das bitte? Haust du da gegen die Wand? Und ein militärischer Köcher, hat sich gelohnt. Kannst du den mitnehmen? Ich habe keinen Taschenplatz. Ja, klar. Hast du einen Rucksack? Ja, aber meiner ist voll. Ach so, okay. Ah, immer hast wieder. Du den in der Tanke? In der Tankstelle, ja. Auf dem Tresen. Also das hat sich. Oh, hier ist nur ein Hackebeil. Das hat sich gelohnt tatsächlich. Wanderrucksack plus militärischer Köcher. Nicht schlecht. Wenn man das am Anfang ziehen würde, wenn man neu in der Map ist, Checkpot. Das war so richtig. Ja. Definitiv. So, hier gibt es nochmal 2 Milliarden Kisten. Und draußen ist ein Puppet.
Puppet, Puppet, noch ein Küchenmesser. Küchenmesser sind die neuen Schneidbretter. Ist schon. Ein Trend zeichnet sich ab. Goodie. Dann, ich wäre soweit relativ voll. Erstmal Richtung Auto. Dann suchen wir noch den Waffelladen. Ich muss mal gucken, wo ich den finde. Da laufen wir dann am Wasser entlang. Da spawnt, glaube ich, nicht viel. Ja. Bitte sag mir, dass das nicht der Waffenladen ist, wo wir schon mal waren. Nee, das ist den Waffenladen in der großen Stadt, der war lustig. Aber hier kann es sein, dass genauso viel spawnt. Mal gucken. Aber 3 volle Magazine habe ich noch. Ich auch noch, aber das hat mir beim Schwimmen nicht viel geholfen. Das ist richtig. Hier übrigens Wasserquelle, aber leer mal wieder. Wie immer. So, hier müssen wir jetzt wieder ein bisschen aufpassen. Hier sind wahrscheinlich wieder Puppets irgendwo. Ich sehe nichts. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Hier ist übrigens ein Autospawnplatz. Da habe ich mal ein Auto gefunden. Ich schon. Bitte? Ich habe Puppets gefunden. Habe ich auch einen. Aber der kam auf mich zugerannt. Ah, ich glaube. Oh, das sind noch mehr. Jetzt ist aber mal wieder gut hier. Will den doch nur ausziehen. Boah, das sind noch 3. Okay, 2 weitere. Vorsicht. Au! Ah. Meine Fresse. Okay. Er hat meine Pfeile wieder. Oh, guck mal, der hat einen Schraubendreher dabei gehabt. Was ist denn hier los? Ist ja der Wahnsinn. Da oben fliegt die blöde Drohne. Die war bestimmt schuld. Vor uns am Auto steht auch einer. Ah, cool, die sind gerade. Und gerade sind noch 2 nachgespawnt. Wunderbar. Was ist mein. Hallo, das ist mein Pfeil. Da liegt. Hier ist auch noch ein Pfeil. Ja, ich kann ihn nur nicht anklicken. Doch, da war. Na. Jetzt habe ich ihn. Alter Verwalter. Hier liegt auch noch einer. Ja. Und dein. Okay. Nächsten weggeschossen. Hier ist gar nicht was los. Im Busch steht auch noch einer. Wirklich. Dann Party machen die ganzen Meute hier. Unglaublich. Da ist nur einmal eine da. Einmal. So, wo war jetzt der andere? Ja, standst du nicht da? Ah, einer kommt. Der hat uns gesehen. Er kommt nicht mehr. Den Pfeil lass jetzt aber liegen. So. In die PK-Kiste, Behaltenkiste, Behaltenkiste, Behaltenkiste. Das ist verkaufen. Metallschrott behalten wir. Kaufen, kaufen, behalten, kaufen, behalten. Den Lederrucksack. War der Lederrucksack drin? War der Lederrucksack in der Behalten? In der Behaltenkiste den Lederrucksack? Das ist mein Fallschirm. Nee, den ich mir. Da kommt was. Den ich mir rausgenommen habe. Ich weiß gar nicht mehr, wo der drin gewesen ist. Okay. Verkaufe. Brauche keinen Lederrucksack. Da ist schon wieder Respawn. Alter Verwalter. Ist das meine Tür? Seit wann habe ich da eine Tür? Seit wann habe ich 2 Türen? Ich würde jetzt mal behaupten, das dürften dann ja wohl Manelli und. Danke! Also das waren ja die 2 Einzelnen. Wieso habe ich 2 Türen und wieso sehen die so scheiße ramoniert aus? Vielen herzlichen Dank. Wer auch immer mir die daran montiert hat. Danke dafür. Achso, warte mal, ich kann das so nicht reparieren, ich muss das aufbocken. Ist egal. Nee, warte erst mal. Ich saß auch im Auto. Wie du saßt im Auto. Ich weiß nicht, ob du Ach so, reparieren nee, kannst, aber, während ja. ich Der mobile Boxenservice war da. Vielen herzlichen Dank. Jetzt haben wir 2 Türen da dran. Danke. Danke dafür. So, wir fahren einmal Richtung des Waffenladens.
Mal gucken, ob ich ihn finde. Kisten haben wir eingepackt. Vielen herzlichen Dank. Jetzt ist ein vollständiger Ranger. Oder? Ja, tatsächlich komplett vollständig. Sehr nice. Vielen Dank. So, da ist der Waffenladen. Hier direkt vor uns. Man kann von hier oben runter. Das haben wir schon mal gemacht übrigens. Man muss so ein bisschen aufpassen. So, hier da unten am Eck ist er. Es kann sein, dass jetzt was auf den Zug rankommt. Dann musst du aufpassen. Aber der ist direkt hier unten. Ich hätte so gerne einen Sniper. Da kommt was. Oder ist was? Ein Busch. Machst du die links? Links, okay. Busch. Ich wollte sagen, stellst jetzt bitte nicht exakt hinter einen Baum oder was. Lauf nicht vor meinen Charakter, wenn ich ziele, Bunny. An böse Enden. Ich hab mich auf links. Okay. Ja, ja, passt schon. Wenn jetzt hier irgendwie eine Horde triggert oder sowas, versucht, also du kannst den Berg hochrennen, ist aber ein bisschen schwerer. Aber man kann den Berg hoch, theoretisch. Das habe ich schon mal probiert. Da vor uns ist der Waffenladen da unten. Links von uns stehen eigentlich noch ganz viele. Ich würde die schnell mitnehmen, oder? Achso, da. Okay, Berg hoch. Ja, da stehen, ich zähle 4. Ich sammle mal meine Pfeile unten ein. So. Schon wieder eine Drohne. Drohne. So, jetzt gucken wir mal, was spawnt hier. Wird es spannend. Kann sein, dass gar nichts spawnt. Kann sein, dass das Ding gleich voll ist. Okay, spawnt gar nicht. Eine Leuchtfackel und ein bisschen Muni. Eine Desert Eagle Taschenlampe. Oh, Blatt. Ach so, das hast du mitgenommen. 38er Muni. Carbon-Magazin und M1-Laderiemen. Nix. AS-Wahl VSS-Magazin. Ah, das ist gut. Das ist gut. So, den Mist hier hast du ja schon. Das hast du. Okay. Dann war es das leider schon. Du hattest hier auf der Seite alles? Ja, auf der in der reingeslingen Seite hatte ich alles. Eine Chris-Baumkugel. Im Müll. So, hier ist noch eine Apotheke. Auch kurz reingucken. Und nebenan ist noch ein Schnapslädchen. Ah, guck mal, die Schmerztabletten, eine Packung, eine Großpackung sogar. Bisschen was wert. Eine Seife, schade. So, hier ist noch eine Bar. Und dann würde ich sagen, gehen wir wieder. Eine Flasche Wein. Auch hübsch. So laut da oben? Hört sich so nah an. Ah, nee, hier. Bist du jetzt rausgegangen? Da vorne wieder. Oh, wir haben einen neuen Mauerzombie. Horst 2. Horst Junior. Da ist er. Ja, hier den Berg zum Auto? Ja, ja, hier jetzt den Berg dann hoch. Ja, ach da. Okay. Pia, ich wünsche eine gute Nacht. Sobald ich Bett fertig. Was? Bruder, bin Bett fertig, Pepe. Und Vanni, noch viel Lootglück und dem Chat viel Spaß beim Zuschauen. Danke und gute Nacht. Dankeschön. Goodie. Dann einmal einsteigen. Gut, dann würde ich sagen: Ja, schieb das Auto. Gute Idee. Warum fahren, wenn ich auch schieben kann? Danke. Wir machen jetzt Folgendes. Wir werden jetzt einmal zum Händler gehen, werden den ganzen Mist, glaube ich, verkaufen. Ramadan, 23.26 Uhr.
Wir werden dann ein bisschen neue Ausrüstung kaufen. Danach würde ich noch kurz bei der Stadt hier vorbei. Dann würde ich nach oben fahren. Dann würde ich sagen, fahren wir durch. Und dann gucken wir mal, wo wir noch landen. Idealerweise vielleicht nochmal in der großen Stadt. Und Gibst du wir mich gucken mal noch bei mal Bunny irgendwas vorbei. bekommen? Nur wenn du mich vorher zu meinem Auto bringst. Achso, warte. Hehe. Müssen wir es eh zuerst machen. Überhaupt irgendwas machen. Okay, wir fahren Bunny erstmal zu mir auf. An YouTube schon mal. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.